Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Yuan Bo und wir gucken mal, ob wir hier uns gegen diese Chaos-Armee durchschlagen können. Wir spielen noch die Angespielt-Kampagne. Das heißt für mich, ich werde bis Part 20, das sind jetzt also erstmal noch zwei Parts, will ich das auf jeden Fall noch weiter zocken. Und dann schauen wir mal, ob ihr noch Lust habt, dass das weitergeht. Ich habe ja drei Kampagnen momentan am Laufen. Mit dem Wechselbalg noch eine und mit der Mutter Ostankia. Und ihr könnt mir gerne eine Rückmeldung geben, was ihr gerne weiter sehen wollt. Also wollt ihr gerne, dass Yuan Bo weitergeht oder wollt ihr, dass Mutter Ostankia weitergeht? Schreibt mir doch gerne einen Kommentar und dann gucken wir mal, was wir davon am besten realisieren können. So, ein Hinterhalt ist es, ne? Was macht man in so einem Hinterhalt? In einem solchen Hinterhalt stellt man sich auf jeden Fall mal nicht so auf, wie wir jetzt gerade hier stehen, glaube ich, ne? Also, wir haben ein bisschen was an Nahkampfinfanterie. Die Bauern nur auf die Flanke zu stellen, finde ich nicht so gut. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, wenn unsere Bogenschützen schießen können, beziehungsweise unsere Kranichschützen. Und es ist auch eigentlich ganz gut, wenn man sich so positioniert, dass man, also dass der Teil da hinten erstmal zu uns kommen muss, ne? Also ich werde den Teufel tun, im wahrsten Sinne des Wortes, und direkt darüber preschen, ne? Das mache ich auf jeden Fall mal safe nicht. Vielleicht machen wir noch die Kranichschützen hier vorne hin. Dass die einmal schön hier den General und den Helden da ausschalten können. Das ist vielleicht noch die bessere Variante. Und zwar, mit der Steuerung nach hinten Taste können wir die Einheiten ein bisschen besser drehen. Beziehungsweise, ah ja, guck mal da. Ne, wir müssen die jetzt schon drehen, sonst schießen die nicht richtig. Genau. Und die schieben wir noch so ein bisschen dahin. Und die hier stellen wir dahin, ne? Die bewegen wir gleich noch ein bisschen besser. Die können jetzt erstmal so stehen. Das ist zwar nicht so super schlau, aber es ist in Ordnung. So, und die Arti, genau, die können wir so hinstellen. Vielleicht auch noch ein bisschen auseinander. Dass die sich nicht selbst irgendwie so blockiert, ne? Krähenmänner der Kaiserin. Stell sie hier hin. Den Gargat-Löwen bitte hierhin, der darf die Arti bewachen. Die Kriegstrommel, die darf einmal hier vorne hin. Ja, das sieht ganz gut aus. Der Held kommt noch auf die Seite. So, und dann haben wir noch hier so ein bisschen, dann haben wir noch so ein bisschen was an Reitern. Die stellen wir mal hier oben in den Wald. Ja, das passt. Ganz gut. Okay. Das erste, was wir machen, ist, wir wählen die Jungs hier aus. Alle in den Defensivmodus. Gefecht starten, schießen. Und dann einmal hier. Defensiv. Jetzt macht ihr alle Quatsch. Da laufen wir noch ein bisschen. Funktioniert das hier jetzt? Bastiongrößen deleted. Das ist jetzt aktiv, ne? Okay. Oh, warte, schieß doch mal hier hin. Celestial General, first among many.
Schön. Kommt mal zurück. Ja, das hat irgendwie nicht so gut geklappt, was ich hier vorhatte. So, die Vogelbiester kommen mal hier hin. Genau, die Jade Lancers bitte einmal hier hin. Toll. Sie haben eigentlich eine ganz gute Position, aber... Ja, ist okay. Ja, der kommt da nicht mehr raus, der hat keinen Bock mehr, der will sich da löschen. Schieß mal auf den, das ist ein großes Ziel. Antacke. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auf Rüstung. Komm, trommeln mal ein bisschen. So ein dubbischer Barbar, der da noch mitkämpft, ne? Schieß mal auf die Großen. Weiter schießen. Jawohl. Ah, viel zu viel Artillerie, ne? So viel Arti hilft einem da in der Regel gar nicht so wirklich weiter. Attackier du mal die Verstoßenen. Schieß mal auf den, vielleicht treffen wir was. Nope. Stone and steel. Ja, dann geht mal ganz gemütlich hier hin. Attacke. Obwohl, hier schießt auf den da. Ich weiß nicht, was da jetzt so überlebt. Müssen wir mal gucken. Ja, aber ganz so schlecht war es jetzt nicht, ne? Ich habe längere Zeit nicht mehr gespielt. So, da gab es nochmal richtig fett XP. Die Verlustverstärkung nehmen wir sehr gerne mit. Tja, Alvarik, was willst du denn von mir? Militärbündnis? Noch nicht. Tja. Gil-Galion, was willst du denn? Handelsabkommen. Nice. Krieg beitreten. Noch nicht. Der Talk. Was willst du? Nicht-Angriffspakt? Ja, lass mal noch. Okay, wir machen die Gebäude günstiger. Magie entzogen. Heidewitzka. Ja, wo bist du, Miao? Da drüben. Okay. Gut, gut, gut. Heat like Chian's jungles.
Celestial General. Also der Dude hat ja jetzt erstmal ein bisschen was an Boni hier bekommen. Uffs, okay. Naja, ist schon eine komische Konstellation. Ja, Kranichschützen, mehr Munition und so, mehr Muni für die Arti, ganz gut. Die Armee habe ich aber nicht so zusammengekloppt, ne? Die war schon So so. many dragons, though it is forbidden to talk of the disappeared. Muss mal kurz überlegen, also was hat denn der da in dem Schildkrötentor drin? Na, so viel ist es ja jetzt auch nicht, ne? Serve from the front. Ja, zeig mal kurz, wie sieht das denn hier aus? Na, da ist die Arti dann natürlich ganz sinnvoll, aber sobald wir da drin stehen, ist sie wieder nicht sinnvoll. Ne? Dann brauchen wir wieder mehr Armbrustschützen. Also, Kranichschützen sind bei Belagerungen jetzt auch nicht unbedingt so die effektiven Einheiten. Ne? Also dann nehmen wir lieber nochmal hier die Zielsicherheit, weil wir eher auf Armbrustschützen wieder gehen. Die sind ja auch aufgrund der ballistischen Flugbahn einfach die besseren Einheiten, ne? Was wäre? Was wäre denn? Celestial General. We are Cathay's true bastion. Nimmt sich nicht so viel vom Level her. Dragon-blooded Shugunga, Lord of Yin and Yang, the Dragon-blooded. There is merit. Und jetzt noch Level 15, wenn wir das gewinnen, oder? Make your ancestors proud. They will earn their lives. Knapp nicht für ein Level gereicht. Oh Gott, habe ich eine Einheit verloren? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Wir nehmen. Wir nehmen noch so einen Flattervogel mit rein. Shaper of the Eight Winds. We must be tireless. Sent by our ancestors. Da ein bisschen Verlust zu haben, macht, glaube ich, nichts. I will make my father proud. The defense effort has need. Die Miao Ying, die kann auf jeden Fall auch noch ein paar Einheiten rekrutieren. Nimm mal noch drei von den Bauern dazu. Dann machst du hier noch einen Armbrustschützen mit, dann haben wir schon mal sechs Stück. Ja. Leader of men. So, und du? Komm, wir nehmen mal so einen Wujing-Kriegskompass mit. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Ich will das ja noch testen. Und dann nimmst du noch zwei von denen mit. Wir haben ja genügend Geld, ne? Daran scheitert es ja nicht. Ja. Sumpfhafen ist das Ding, was wir, glaube ich, ziemlich einfach bekommen können. Northmen come. Er hat noch hier eine Armee. Ist Porto Muerto? Nein, das ist nicht die Hauptstadt. Okay. Ich glaube aber nicht, dass er nach Skegi fahren wird. By the comet. Porto Muerto könnten wir gewiss noch tauschen. Sorcery through me. No great. Who calls? Ich calle. Greetings, stranger.
Take what's theirs. What? What? I hope your words are wise. Okay, vergiss das mit dem Geld. Die können mir keine Siedlung mehr abgeben. Ah, I understand. Okay, ja, dann machen wir so. I say so. So, das ist die erste Armee, die wir ausschalten. Hier steht niedrig. Okay. Expanding heart across the world. Drei Helden geknipst. Eye of the Emperor. Celestial General. For honor, not fame. A fine base. Er hat ja noch da oben eine Siedlung, stimmt. Shugengan Lord reporting. Ja, du wirst da, glaube ich, noch bleiben müssen. Yikes. Dragon-blooded Shugengan. It shall be effortless. Du wirst da, glaube ich, auch noch ein bisschen bleiben müssen. The Dragon-blooded. Bang bei Rekrutierung. Wie lange habe ich das Ding hier schon? Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja keine ganz miese Armee, ne? Das hier ist alles korrekt. Service is every Cathayan's duty. Nimm noch zwei Bauern mit, ich meine, die kosten nix. Wir machen jetzt Skeggy platt. Bumm, zack. Warum wollte ich da hin? War das eine Mission? Celestial General. To the front line. Bring this settlement into Cathay. Ah, der rekrutiert, ne? Ich glaube, das war's. Und der holt sich jetzt irgendwelche Einheiten dazu. Kann das sein? Irgendwie sowas wird's gewesen sein. I would take that to defend my soldiers. Na, immerhin ist er so eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir können Denied. Seraph auch belagern, finde ich. Okay. Astromancer of Grand Cathay. Ah ja, komm du mal mit. The great compass shows the way. Tut er das? So, Attacke. Ja, warte mal. Entscheidender Sieg mit niedrigen Verlusten. Also, wie würde ich diese Schlacht hier führen? Ich würde die ganzen Türme wegballern mit der Arti und dann vorsichtig versuchen mit dem Held rein und dann mit den Kranichschützen durchs Tor ballern. Okay, sauber. Die Fraktion ist auf jeden Fall mal down. Wachstum und Baukosten. Verlustverstärkungsrate. Mach mal das.
Ah ne, warte, das ist Forschungsrat. Doch, ja doch, für das Forschungsrat. Dann mach das mal hier. So, hier Wachstum. Ah, okay, warte mal. Ja, stopp, ne, Wachstum ist nicht so doof. Und Baukost ist natürlich auch ganz gut. Was brauche ich hier? Okay. Ein Tännchen. Ja, weniger Unterhalt ist super. Defensivvorräte und Munition ist auch super. Moment, was gab's noch? Wachstum und Verstärkungsrate oder weniger Verschleiß, günstige Rekrutierungskosten. Ne, dann machen wir lieber das hier. Master of Feng Shui. Ja, du kommst wieder zurück, denn du musst da nicht stehen. Was nehmen wir mit als Spell? Ja, mach mal. Achso, oh, warte mal, nee, das war's gar nicht. Hier, du warst das. Ja, mach ruhig mal die harmonische Konvergenz. So schlecht ist der Zauber gar nicht. Celestial General. So, die hier lösen wir auf. No shame in being a civilian. Und dann nimmst du mal zwei von denen mit. Und dann... Ja, lass es mal so. Wir nehmen jetzt erstmal zwei Bauern als Defensiveinheiten. Armbrust und Bogenschützen kommen hier nachher noch ein. Ja, braucht noch ein bisschen wieder verstärkt sind. So, jetzt haben wir ja günstigere Yin-Gebäude. Das Ding ist fertig, ne? Das ist tatsächlich so ein Punkt, da fehlt mir dann die Übersicht, wenn ich da nochmal reingehe nach längerer Zeit. Graufelscup. Könnten das ausbauen, Alter. 5000. 9 Runden dauert das ja. Mach mal. Ich kann gar nicht so viele hier in Gebäude ausbauen. Oh, wow. Okay. Stimmt tatsächlich. Ne, du stehst da. Okay. Ist das... Ah, Jörn Bo hat nochmal ein Level gekriegt. Aha. Wir machen noch ein bisschen flinker. Wenn ich das vergleiche mit dem Changeling, wo ich ja in Runde Power 90 bin. Oh, Alter, das lohnt sich mit Tyrion. Heidewitzka. Ja, wenn ich das mit dem Changeling vergleiche, merke ich schon deutliche Unterschiede halt hier in der Kampagne, ne? Also man ist schon gut, was ja genervt wurde, ist die Sache mit dem Geld, ne? Also du kriegst nicht mehr so unnormal viele Ressourcen durch diese Karawanen. Dann komm nicht aus Raum von Siedlungen. Super. Oh nein, der Khazrak ist da. Das ist nicht der Khazrak. Humility in all things. Ja, einmal hierhin, bitte. Ich glaube nicht, dass er das schafft. We are Cathay's true best
belagere das. I must hurry. Catherians, to... Das belagere ich auf jeden Fall auch. By my hand. We shall annex this. So, wir haben die rechtschaffenen Lanzen von Wei Jin, eine legendäre Longma-Reitereinheit. Der Geschworene, Abkühlzeit minus 33% für der Henker des Imperators und plus 1 Einsatzfähigkeit. Nice. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir nochmal schreiben würdet. Benutzt ihr denn seit einiger Zeit die Lehre des Metalls? Also ich finde, die ist unfassbar aufgewertet worden. Geh's mal hier hin. Leader of men. Bauen wir die Zangshu-Kriegstrommel. Wir können sie behalten auf jeden Fall. Nehmen auf jeden Fall mal einen von denen hier mit. Den Löwen brauchen wir hier nicht. Nimm den noch mit. Und bei den Kranichschützen müssen wir mal schauen. Die können wir halt hier nicht direkt rekrutieren. Ja. Sehe ich dann tatsächlich auch eher noch in so einer Einheit hier. Ne? Die ist halt stärker aufs Feld fokussiert. Shogun Lord reporting. The Emperor's chosen daughter. Oder halt hier. Offspring of Dragons. The Celestial Dragon sees all. For the Imperial family. Ja, weißt du was? Lauf mal dahin. So, dann nimmst du die drei mit und gibst dem die hier. Und ein bisschen Kaff dabei zu haben, ist, glaube ich, ganz cool. In dieser Armee. Ja. Ja, absolut in Ordnung, so glaube ich. So, dann hoppel mal wieder da raus. Instrument of the Divine. Ja, dann hast du nachher noch mehr Armbrustschützen. Das ist auf jeden Fall deine coole Armee. Ein Zauberer könnte man da vielleicht noch gebrauchen. Da bin ich noch nicht so super sicher. Brauchen wir diesen Kommandanten, diese Kommandantin. Windshaper. Born to rule. General of the Celestial Host. Also mit der Armee könnte man auf jeden Fall noch was anfangen, ne? Nimm noch zwei Schwertkämpfer mit, damit wir das auf jeden Fall mal dabei haben. The Storm Dragon. Ja, der könnten wir eigentlich den Rest dieser Armbrustschützen geben. Es sind noch 8 Einheiten. Das ist natürlich ein bisschen zu viel, ne? Celestial Ancestors. Ja, lauf mal hier hin. Und dann tauscht ihr das mal gerade aus. Ich glaube halt genau andersrum. Das ist too much, ne? Okay. Sauber. So, wo schicken wir jetzt unser Kätzchen hin? Miau, Ying. Attention. Ein Tännchen. Travel with readiness. Subterfuge is the order.
Storm Dragon. There can be no fatigue. Ja, hol sie mal hier rüber. Natural authority. First among warriors. Lord of Yin and Yang. Ich würde vorschlagen, wir tauschen dann da noch die Bauernbogenschützen gegen die Armbrustschützen aus. Bei der ganzen Kohle, die wir machen, können wir aber auch eigentlich genauso gut wieder hingehen und die nächste Armee aufstellen, ne? The dragon blooded. I will not tolerate sloth. In 5 Runden ist es wieder verstärkt, ne? Ach Gott, Kinders. Descended from celestial glory. Ja, schauen wir mal, das klappt doch, oder? So kann sich nicht bewegen. I will go. Astromancer of the Celestial Court. Was kann der denn? Ah, der hat die ganzen Skills hier schon, okay. 3 Runden noch gibt er mir zusätzliche Forschung. Lauf mal hier hin. Mingzhu. Bau mal was aus, was öffentliche Ordnung bringt. Ah, warte mal, da hat man ja nur so ohnehin nur so wenig Gebäude. Ja, mach mal das hier. Ja, Shangwu ist gewachsen. Nice. Wir können noch mehr Astromanten rekrutieren. Junge, Junge, Junge. Einkommen aus allen Gebäuden in der lokalen Region. Baukosten für alle Gebäude und Kontrolle. Im Kampf gegen Chaoskrieger. Astromancer of Grand Cathay. Astromancer of Grand Cathay. Astromancer of the Celestial Court. Master of the Heavens. Ja, da die alle keine Schlachtrösser brauchen, kriegen die auch keine von mir. Vielleicht brauche ich noch einen hier irgendwo da oben, ne? Ja, ja, das überspringst du mal bitte. Mehr Kontrolle. Die Isthmusküste. Achso, weil wir belagern die. Nein. Sorry, Loki, keine Chance. Naja, sie greifen an.
knapper Sieg. Das können wir der Einfachheit halber machen. Ich bin da jetzt nicht so traurig, wenn wir das schaffen. Ja, wie lange braucht er jetzt noch? Verdammt. Mach die übliche Route, komm. Servant of the Dragons. Wohl, mach hier direkt den Wachstumsbonus. General. Hey, unser Modifikator. Von der Konföderation ist weg. Sehr gut. With that, I would lead more effectively. So, was machen wir hier? Noch so ein Flattervogel anstatt der Kavallerie, ne? Vielleicht gar nicht so verkehrt. Shaper of the Eight Winds. Dragon-blooded Sugar. Lauf du hier hin. Da müssen wir mal schauen, wie wir da noch am besten hinkommen. Er hat tatsächlich noch eine Armee hier. Weil der mich da angreifen würde, könnte ich auch genauso gut noch einen Kommandanten rekrutieren. Oder wir nehmen noch immer so einen Taktiker Shogun-Gun. Kontrolle und Baukosten. Okay, was noch hier mit Leere des Yin? Erleuchtet. Ja, mach mal hier, mach ruhig den hier noch. Ja, und dann machst du bitte hier noch einen Bauern und zwei Bogenschützen rein. Einfach nur, falls der Typ da, ne, falls der zu uns kommt. I will be obeyed. Ne, stopp nochmal neu. Mach euch hier Blütenwind. Und Zielsicherheit. Und dann machst du noch Geschwindigkeit und weniger Rüstung. Eigentlich ganz gut. Bild des Drachen passive Fähigkeit. Führerschaft plus 4. Ja, ist gar nicht so doof. A tool worthy of a dragon. Ja, ja. Unser Kompass ist fertig. Verkaufswert der Fracht plus 20. Ja, ja. Es wurde genervt. Es wurde genervt. Sorcery through me. Lauf mal hier hin. State of the defenses. Now. This will work. Elements grant safe passage. Ja, mach schneller und tu so, als würdest du wieder zurücksegeln. Land is here. Ja, der bleibt da. My ancestors require it. Bis dahin macht die Armee auch nochmal billiger. For Grand Cathay. Du bist ready. Den schicken wir da hoch. Many feet, one purpose. Warden of the Great Bastion. Will ich hier noch was tauschen? Miao Ying.
Ich wollte nur irgendwas tauschen. Komm, machen wir schon. Leader of men. Soldiers, take up positions. So, und bis die da ist, machen wir das erstmal so. Dann haben wir die Festungen hier alle safe. Shenyang shows the way. Blop, blop, blop. The Lords of Nangao. Mach mal so. Jo. I will prove myself to the dragons. Ja, cool. Ich glaube, das ist ganz gut. Passt. Humility in all things. Ja, du musst das Ding hier belagern. So viele Fernkämpfer, aua. Ich beende die Runde jetzt hier in diesem Part noch nicht, weil ich denke, Lokia macht einen Ausfall und dann gibt es da Rambazamba. Azir provides a path. Their knowledge shall be ours. Super, Technologie stehlen hat schon mal geklappt. Consulting ancient maps. Dragons acolyte. Alle da hoch. I will go after I have consulted my texts. Celestial ancestors. Acolyte. Die Skillpunkte hier vergebe ich noch nicht. Pahuax. Müssen wir das ausbauen? Warte mal kurz, wir wollen doch Bevölkerungswachstum hier steigern, ne? Mach mal so. Dann geht da noch ein Punkt mehr. Und dann... Ja, hier ist es eigentlich egal, ne? Ja, das brauchen wir, glaube ich, nicht hier. Okay, ah, das Tolle ist wieder, ich kann hier wieder so durch meine Siedlung durchschalten. Im Gegensatz zum Changeling geht das ja hier sehr easy. In der Changeling-Kampagne geht das ja tatsächlich nicht. Ah, stopp. Das ist eine Stachel ist hier. Schwefelinseln ist da hinten. Mach mal so. Ja, reiß das mal ab, das müsste doch klappen, oder? Child of the Nine. Was bauen wir in Sildrator? Noch so ein Dingeling hier für mehr Ressourcen. Ja, ist eigentlich gut, weil es erzeugt mehr Geld. So, passt, ne? Wir haben einen neuen. Eine neue Provinz, die wir vollständig kontrollieren. Dann machst du diesen Erlass bitte rein. So, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, sage ich mal, macht's gut. Und Pax Vobiscum, Valete.